Jo Leute, ich begrüße euch zurück und wir spielen natürlich als Marine weiter. Alles andere wäre ja auch Schwachsinn, beziehungsweise wäre ja auch irgendwie doof, weil wir ja dann schon wieder eine andere Kampagne spielen. Keine Munition, schlagen Sie mit Maustaste 3 nach dem Feind, um Zeit zu gewinnen, um danach immer noch keine Munition zu haben. Richtig cool. Was ein behinderter Übergang. Jetzt sind wir auch wieder da, wo wir schon mal waren. Hier sind wir auch als Alien durchgegangen. Hier ist schon mal ein Tonband. Okay. Also die hören wir uns nicht an. Das ist so. Muss man nicht unbedingt haben. Können wir. Nein. Was ist hier? Da hinten ist schon mal ein Alien. Und ich glaube, wir müssen auch noch da hinten. Deswegen gehe ich erstmal kurz hier hin. Hier ist aber nüs. Okay, weiter geht's. Dann packen wir uns mal das Alien da. Ja, komm her. Hältst du wie? Wie ist das so schnell verschwunden? Voll der Quatsch. Da ist es. Ja, komm her jetzt. Ach, ich habe auch wieder kein Gewehr. Hey, Junge. Was ist los mit dir? Na, ich glaube, wir aber zu. Dass du mich hier fertig machst. Ich glaube es ja wohl nicht. Scheiß Aliens. Ich brauche mehr Munition, beziehungsweise ich brauche erstmal Maschinengewehr. Mann. Aber so ist das, wenn man überwältigt wird, dann muss man halt mit dem auskommen, was man immer dabei hat. Pistolenweise. Und davon haben wir zum Glück auch endlich Munition. Alter! Verpiss dich! Warum habe ich in dieser Kampagne so verraten? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ganz komisches Spielchen hier. Ganz komisches. Hier sind ja jetzt eh wieder welche. Hier kommen gleich bestimmt 15 Aliens und die muss ich dann besiegen. Aber hey, das machen wir schon. Wahrscheinlich. Wusste ich doch, dass hier noch was ist. 13 Stück ist ja auch schon mal was. Ach, guck mal an. That's near Major Van Zandt's last known location. Hier waren wir doch mit dem Predator. I have to reestablish contact with the Major. Get to also the top of the outbuilding. Immer das gleiche Level. Oder immer die gleichen Level. Da vorne ist unser Ziel. Ich gehe also erstmal hier hin. Gucken, hier war ja was vom Predator. Ha, was sag ich? Sammelgegenstände. Na, die Dinger behalte ich mal lieber. Wer weiß, ob wir die noch gebrauchen können. Aliens scheinen hier jetzt erstmal nicht zu sein. Aber noch ein Audiotagebuch. Ja, ich bin noch dabei. Hör mal, Perle, mach mal halblang. Hier ist nix, ne? Da ist auch nix. Dann gehen wir mal kurz. Also kurz. Schön wär's. Dann gehen wir mal hier zu dem Gebäude. Audio-Log irgendwo versteckt? Nein. Aliens irgendwo. Hier ist nix.
Hinter mir ist ein Alien, laut des Radars. Ich gehe mal hier hin. Ich muss zwar ein niedriger, aber egal. Okay. Hätte aber sein können, dass da was ist. Deswegen immer nachgucken. Nicht, dass ich jetzt so voll darauf geier, das komplett fertig zu kriegen, aber so ein paar davon. Ha! Guck mal an! Wenn wir jetzt nicht noch weiter geguckt hätten, hätten wir keine Shotgun bekommen. Es sind zwar nur 8 Schuss drin, aber immerhin. 8 Schuss sind immerhin besser als Pistole. Da liegt noch was. Ah, nochmal eine Pumpgun. Ja, siehst du, dann hätten wir jetzt nicht mehr Munition. Das ist doch auch was. Was waren das jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Drück. Drück, Junge, drück. Oh, Mann. Ah, wie gut, dass wir das jetzt getötet haben. Vielleicht kommt da ja jetzt keiner raus. Wahrscheinlich. Ah, okay, da müssen wir so ein Generatorteil hin verfrachten. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendwie ein Gegner. Ist das nicht naheliegend? Sag ich doch, guck mal an. Ich guck da jetzt bestimmt nicht rein. Da kommt 100% dann so ein Vieh rausgesprungen. Ah, scheiße, schon wieder angestoßen. Fuck, ich muss mein Handy mal woanders hin tun. Hier ist irgendein Vieh wieder bei mir. Wie immer eigentlich, wenn ich im Fahrstuhl sitze. Okay. Habt ihr euch die Außenwelt gespart, oder was? Oh Gott, nicht wieder. Kann ich die nicht auch mit der Pistole kalt machen? Doch, kann ich. Okay. Bah, siehst du widerlich aus. Wie Gummispielzeug. Hier liegt eine Waffe. Ah, Shotgun Money. Ah komm, wenn wir schon Shotgun-Muni kriegen, können wir auch mit der Shotgun spielen. Was ist denn das? Ein Grafikfehler, glaube ich. Okay. Ich glaube, die Shotgun ist echt dann so ein Allrounder irgendwie. Von wegen, gegen diese kleinen Dinger ist das super, aber auch gegen Aliens. Oh, Predator-Blut. Ich gucke mich natürlich genauso wie mit dem Predator auch hier um. Mit dem Predator haben wir uns den ganzen Kram hier ja auch angeguckt. Waren wir nicht sogar mit dem Predator auch hier und haben das dann da aktiviert? Und dann kam doch hier die Bahn und alles. I've got pretty much zip inside. Wir müssen jetzt hin, wieder runter. If you head back down through the outbuilding, there's a service bridge that leads into the refinery. Okay, wir gehen einfach mal hier wieder weiter, beziehungsweise zurück. Und natürlich begegnen uns jetzt hier wieder Gegner. Sag ich doch, wundert einen das? Oh. Tschüss. Also, was ist das denn? Ha! Made, ich bin schon im Aufzug. Du kannst mir gar nichts. Wahrscheinlich ist er jetzt wieder hinter mir oder so. Sag ich doch, da war doch gerade einer. No sign of Van Zandt yet, but I'll keep scanning. Alter, wieso trifft der ihn nicht? Ist der jetzt? Nein, jetzt ist er tot. Hätte ich den nicht gleich mit abballern können? Scheiße, noch einer. Nee, doch nicht.
nur der Leichnam, der noch gewackelt hat. Was sind das für komische Soundeffekte? Oh. Dafür waren die explosiven Sachen. Das war Nummer 1. Und Nummer 2. Hat's jetzt eigentlich so gar nicht gebracht. Geil, keine Muni. Gott, wie lang die brauchen, um mal drauf zu gehen. Ja, hier ist das Ding. Ah, scheiße, Anrede. Nimm doch dieses Ding jetzt, Mann. Wenn Spielfiguren nicht das machen, was sie sollen. Kennt doch jeder. Ich finde es übrigens übel dumm, diese Viecher im Nahkampf überhaupt zu versuchen zu besiegen. Das ist doch total dumm. In echt, also echt, so in einem Film sind die auch nie auf Nahkampf mit Absicht gegangen. Immer schön auf Abstand. Aber nein, hier muss man natürlich dann auch im Nahkampf gehen, weil die kommen ja einem so nah. Da muss man ja ab und zu mal auch, ne, Liebe zeigen. Hier waren wir auch schon. Im Grunde ist es wie ein Déjà-vu aus einer anderen Sicht. Munition. Ah, geil. Okay, Munition. Da vorne ist was und hinter mir ist eine Alien. Ach, hier ist das. Ja, wie kriege ich denn das jetzt weg? Was bitte? Wie viel hat mir das denn gerade abgezogen? Gib mir die scheiß Shotgun hier. 16 Schuss, ihr Assis. Hammerhart, Mann. Granaten bekommen. Munition. Audio-Tagebuch. Ich finde es ganz happig gerade, dass die mir so viel abziehen hier. Oh, shit. Ah, ich muss jetzt verteidigen, ich seh's schon. Wieso ist der nicht tot für dich? Das sind so Momente. So. Hier ist noch einer. Hallo. Bitte. Warum bist du nicht direkt gestorben? Shit. Hau ab, Mann. Wie er einfach nur ein Bein verliert und dann ist gut. Your HUD says your hack tool's done. Ach, ist fertig, ja? Wenigstens relativ schnell. Wäre auch heftig, wenn das jetzt locker mal so 10 Minuten gehen würde. Dauer 12 Minuten 51. Was heißt das? Es gibt so Rekorde oder was? Ich nehme mal lieber die Waffe. Nein. Die Waffe. So. Viel Munition, 2 Granaten. Damit sollten wir doch im Moment auskommen, oder? Ach, guck mal an, wo wir sind. Ah, wir haben Shotgun-Muni bekommen. Dann nehmen wir natürlich die Shotgun wieder. Nimm doch mal die Shotgun, danke sehr. Da haben wir ein Audio-Tagebuch. Läuft bis jetzt doch schon mal ganz flockig. Haben wir doch schon mal 17 oder was war es gerade? Tagebücher gehabt. Waren wir nicht auch in diesem Raum mit dem Alien und sind dann da durch diesen, durch das da weitergegangen, ja, oder? Wenn ich mich gerade recht erinnere. Okay, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und melde mich gleich zurück. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.